بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، in diesen Folgen werden wir über Tajweed reden, und in dieser Folge werden wir über Ahkam al-Nun reden, über die Regeln von Nun. Heute werden wir nur über eine Regel reden, von vielen Regeln. Und der heutige heißt Al-Izhar. Was ist Al-Izhar? Al-Izhar ist, wenn ein Nun, das Saken ist, also einen Punkt oben hat, also N, wenn man darauf stoppt, und danach eins von sechs Buchstaben kommt. Und zwar Hamza. Und wir sagen Hamza und nicht Elif. Denn ein Elif kann man nicht lesen. Aber ein Hamza kann man Ä oder I oder U sagen. Aber ein Elif ist, damit man den anderen Buchstaben verlängern kann. Das ist eine kleine Sache, die nicht jeder unterscheiden kann oder die nicht jeder unterscheidet. Also Hamza und dann nachher Ha. Ha, Cho, Ein und Rein. Das sind die sechs Buchstaben. Wenn einer von diesen sechs nach einem Nun, Sakin, kommt, ist das Izhar. Jetzt habe ich auch extra die Buchstaben auf diese Reihenfolge geordnet, damit man sich das schnell einprägen kann. Und zwar Hamza und Elif, Hamza und Ha. Wenn man das jetzt schon hat, dann muss man nur noch also zwei Buchstaben, die ähnlich sind. Einer hat keinen Punkt, der andere hat einen Punkt. Und somit fehlt dann nur noch Ha und Cha und dann herein und mit Punkt rein. Natürlich im Arabischen gibt es auch noch Sätze, damit man das sich einprägen kann, aber da ich jetzt hier diese Videos für Nicht-Araber mache, wird es ein wenig schwer sein. Natürlich werde ich trotzdem es sagen. In Raba Anni Habibi Hemmani Khabaru. Wer jetzt hier Arabisch kann, kann sich dann diesen Satz einprägen. Die ersten Buchstaben von jedem Wort ist für eine von diesen sechs Buchstaben. Also, jetzt kommen wir zu den Beispielen. Al-Hamza. Ein Nun und dann nachher kommt ein Hamza. Hier haben wir zwei Beispiele. Der erste Beispiel, Wayen Auna. Wayen Auna. Falsche Lesenarten sind zum Beispiel wie Wayen Auna. Wayen Auna. Das ist falsch. Oder Wayen Auna. Das ist auch falsch. Also den Nun wegzumachen und auf dem Hamza ein Shadda zu machen, ist falsch. Auf dem Nun lange zu stehen, ist auch falsch. Also ganz normal lesen. Wayan auna. Wayan auna. Jetzt. Zum nächsten Beispiel muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr erklären. Warum? Wenn wir jetzt hier sehen. Kullun amana. Jetzt wird man sagen, wo ist denn hier der Nun? Wir gucken nicht, ob der Nun geschrieben wird oder nicht. Wir gucken, ob er ausgesprochen wird oder nicht. Und deswegen wird der Nun bei einem Tanwin ist jetzt, sei es Fetha, also N, oder Tanwin Dhamma, Un, oder Tanwin Kesra, In, ausgesprochen. Und somit gucken wir dann auf den nächsten Buchstaben. Der nächste Buchstabe ist Amana. Hier ist ein Hemse auch versteckt. Jetzt will ich nicht viel darüber reden, auf jeden Fall gibt es hier ein Hemse. Kullun Amana. Weil wir diesen Buchstaben lesen können. Und somit ist hier ein Izhar. Und deswegen sagen wir Kullun amana. Und wir sagen nicht Kullun amana oder Kullu amana. Diese zwei sind falsch. Das Richtige ist Kullun amana. Und genauso ist das jetzt mit den anderen
Buchstaben. Ich will jetzt nicht hier vielleicht, oder ich will jetzt hier nicht sehr lange stehen bleiben, deswegen werde ich die jetzt einfach nur durchlesen. Und zwar Al-Ha, wie zum Beispiel Yen-Ha oder Jurufin-Harin. Beim Ha, Watanhituna, das rote eben. Oder Narun Hamiyatun. Und natürlich will ich nochmal hier betonen, wenn man stoppt, dann sagt man eigentlich hier ein Ha. Narun Hamiyah. Beim Al-Kha, Walmunkhaniqatu. Au, Walmunkhaniqa. Und andere Beispiel, Alimun Khabir. Und in allem gibt es jetzt hier ein Nun und daher einer von diesen sechs Buchstaben. Beim Al-Ain, An'amta, Hakimun Alim. Und beim Rain, Fasayunriduna, Ilahin Ghayruh. Und somit sind wir mit unserer Folge fertig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt alles verstanden. Wenn ihr Ideen habt, Tipps habt, wie ich das alles hier besser machen kann, schreibt es mir in den Kommentaren oder schreibt mir privat. Und Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.